Die Leute, die uns kennen, wissen, wir lieben es, mit dem Roller durch Asien zu brettern oder generell auf Reisen mit dem Roller unterwegs zu sein. Und deswegen empfehlen wir euch das auch immer wieder. Damit kommen allerdings auch sehr, sehr viele Fragen von euch auf. Unter anderem, brauche ich einen Führerschein? Reicht der deutsche Führerschein? Brauche ich den internationalen Führerschein? Muss ich einen Motorradführerschein haben? Etc. pp. Und deswegen dachten wir, wir machen ein kurzes Video darüber, in dem wir euch erklären, wie das mit dem Rollerfahren in Asien funktioniert, sodass ihr euch dann vor Ort keine Sorgen machen müsst. Los geht's! Also Leute, schön, dass ihr da seid. Und hallo. Danke. Und nochmal zum Mitschreiben, vor allem wenn ihr in Asien reist, Rollerfahren ist das Beste. Ihr seid flexibel. Man ist an der frischen Luft, man hat das Gefühl, man ist nicht nur so eingekesselt in seinem Auto und fährt durch, sondern man hat irgendwie das Gefühl, man ist richtig drin und dabei, man sieht die Leute, man grüßt die Leute, wir immer so, hey, yo. Es macht mega Laune, der Roller steht immer vor der Tür, es ist ein meistens mega günstiges Transportmittel. Und das ist sogar praktisches Transportmittel. Man kann mehr Gepäck mitnehmen, als ihr denkt. Ja. Wir sowieso. Also Roller ist auf jeden Fall das Nonplusultra in Asien. Das wisst ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr uns folgt oder wenn ihr das Video hier eingeschaltet habt, habt ihr schon zumindest Interesse am Roller. Aber wir wissen, es gibt viele Fragen in die Richtung, wie gesagt, Richtung Führerschein, Verleih, brauche ich Motorrad etc. Und es wird auch ein bisschen Panik gemacht, habe ich immer das Gefühl. Und deswegen dachten wir, wir machen hier kurz ein Video, teilen unsere Erfahrungen und geben euch quasi Tipps, damit ihr, wie gesagt, ganz sorgenfrei in Asien Roller fahren könnt. Erstmal zum Thema Führerschein. Wenn ihr euch einen Roller ausleiht, eigentlich egal wo in Asien, braucht ihr nicht euren Führerschein zeigen. Ja, also das fragt tatsächlich nie jemand. Genau, um den Roller auszuleihen. Manche wollen Pass als quasi Deposit haben oder Geld als Deposit, aber an sich fragt keiner, könnt ihr das fahren? Habt ihr schon mal einen Roller gefahren? Habt ihr überhaupt einen Führerschein? Das ist denen scheißegal letztendlich, solange du damit klarkommst, ist denen das Wurst. Ja. Somit braucht ihr eigentlich gar nichts. Das Einzige, wo ihr eventuell was braucht oder wo ihr auf jeden Fall was braucht, ist, wenn ihr in eine Polizeikontrolle kommen solltet. Richtig. Die möchten eigentlich immer den internationalen Führerschein sehen. Ja, deswegen würden wir euch auch sehr empfehlen, diesen zu beantragen. Das kostet. Also der kostet 15 Euro. Und das macht man beim Bürgeramt in Deutschland. Oder zu Hause. Genau. Und es ist aber auch easy. Also ihr geht hin, beantragt den und kriegt den direkt ausgestellt. Ja, ihr müsst nur ein Passfoto mitbringen und die 15 Euro und ihr habt den direkt. Also und es ist gar kein Stress. Der ist relativ lange gültig, ne? Ja, so ein paar Jahre. Aber letztendlich guckt auf das Datum eh wiederum keiner. Sobald, gerade in Bali ist es immer bekannt, sobald ihr den nur aus dem Geldbeutel rauszieht und die sehen schon das obere Stück, dann sagen die schon, fahrt weiter. Ja. So, die sind nur auf diesem Dings aus. Wenn ihr keinen habt, müsst ihr euch jetzt auch nicht unbedingt sorgen. Ihr müsst wahrscheinlich was bezahlen. Das ist das Einzige. Ihr wisst, dass in Asien sind die Polizisten oft korrupt. Also ihr bezahlt da einen Betrag, den ihr runterhandeln müsst immer noch. Und dann geht es auch ohne. Aber einfach um den Stress und natürlich auch dem Geld da aus dem Weg zu gehen, beantragt einfach diesen internationalen Führerschein. Genau. Ihr fühlt euch damit einfach auch viel besser, wenn ihr eben an Polizisten vorbeifahrt. Ja, mit dem internationalen kommt ihr eigentlich immer fein aus der Sache raus. Genau. Dann zum Thema Motorradführerschein. Also wenn ihr den internationalen habt, braucht ihr auch den Motorradführerschein, weil, viele wissen es vielleicht nicht, die Roller in Asien haben 125 Kubik. Bei uns der Roller, also den Rollerführerschein, den jeder hat, der auch einen Autoführerschein hat, die sind nur bis 50 Kubik. Das heißt, brauche ich jetzt extra den Motorradführerschein, um Asien Roller zu fahren? Und da erstmal grundsätzlich nein. Also meistens ist es wirklich so, wie Elle gesagt hat, wenn man den internationalen Führerschein nur rausholt, dann sehen die schon, okay, bei denen ist nichts zu holen, ihr könnt weiterfahren. Die gucken nicht auf Motorrad oder sonst irgendwas. Genau, also da gucken die gar nicht drauf. Und ihr habt ja theoretisch auch einen Haken bei Roller. Und wir wollen aber auch mal generell noch dazu sagen, weil immer viel Panik gemacht wird bei dem Thema, also wir wurden innerhalb von den ganzen Jahren, wo wir reisen, vielleicht 5-mal kontrolliert. Ja. Und wir mussten kein einziges Mal irgendwas bezahlen. Also macht euch da wirklich nicht so viel eine Platte. Und wenn ihr mal was bezahlen müsst, dann sind das vielleicht 20, 10, 30 Euro, je nachdem, wie gut ihr verhandelt. Also es ist wirklich kein Stress. Und ja, theoretisch könnt ihr auch einfach ohne Führerschein fahren. Was auch immer wichtig ist, dass ihr einfach euren Helm aufsetzt. Nicht nur, dass ihr euch schützt wirklich, weil es fallen wirklich sehr viele manchmal hin. Ja, es fahrt wirklich sicher mit Helm zu fahren, wie ihr wisst. Und wie gesagt, da geht ihr auch gleich der Polizei aus dem Weg. Oft sind Helme Pflicht. Und wenn ihr da schon ohne Helm fahrt, dann bietet ihr natürlich den Polizisten schon mal eine Verhandlungsgrundlage, der ihr einfach aus dem Weg gehen könntet. Ja, also ich will auch mal dazu sagen, fahrt wirklich vorsichtig. Viele Leute unterschätzen das.
Also an sich ist Rollerfahren nicht gefährlich und der Verkehr in Asien, ich finde ihn nicht schlimm. Aber es ist wirklich so, dass Leute, die noch nie Roller gefahren sind, sich ein bisschen überschätzen oder so. Und zum Beispiel so, wenn nur so ein bisschen Kies auf der Straße ist und ihr zu schnell in der Kurve seid, der Roller rutscht weg und ihr landet halt auf dem Boden, habt wahrscheinlich nicht mal eine lange Hose an und dann ist alles aufgeschürft. Deswegen auf jeden Fall Helm tragen. Nachts fahren zum Beispiel ist auch relativ gefährlich, weil die Lichter schlecht sind, die Leute fahren besoffen und so weiter. Also seid vorsichtig, tragt immer einen Helm, auch aus Sicherheitsgründen. Und dann sollte das eigentlich relativ easy sein und ihr werdet viel Spaß haben und es sollte nichts passieren. Und wenn wir gerade beim Aufschürfen sind, Elefante, das wäre eine gute Überleitung. Ein Problem gibt es allerdings mit dem Motorradführerschein versus Nicht-Motorradführerschein haben und das ist die Krankenversicherung. Es ist nämlich wohl so, dass wenn ihr einen starken Unfall habt, wo ihr die Versicherung in Anspruch nehmen würdet, dass die dann nicht zahlt, wenn ihr keinen Motorradführerschein habt. Weil ihr seid ja theoretisch ein Motorrad gefahren. Also nach deutschen Maßstäben sozusagen. Größer als diese 50 Kubik, die ihr eben normalerweise in eurem Führerschein habt. Genau, obwohl ihr ja keinen Motorradführerschein habt. Und natürlich sagen dann Versicherungen, ja, dann bezahlen wir nicht, weil die suchen natürlich Gründe, um nicht zu zahlen, weil ihr seid ja ohne Fahrerlaubnis gefahren. So, dann müssen wir, also das ist scheiße und das solltet ihr im Hinterkopf behalten. Aber man muss auch dazu sagen, das ist wirklich nur relevant bei einem ganz, ganz schlimmen Unfall. Weil, ich sag mal, selbst wenn ihr, zum Beispiel, wir hatten mal einen Kumpel, der ist in ein Auto gefahren. Das ist einfach abgebogen, er ist reingefahren, er war verletzt, das Auto hatte eine Delle. Aber es ist dann nicht so, als würden alle die Polizei und die Dings, Versicherung oder sonst was rufen, sondern die waren auch froh, das quasi vor Ort mit ein bisschen Geld zu bezahlen. Ja, genau, die haben uns sogar Geld gegeben, weil die den Fehler gemacht haben. Aber ich will nur sagen, in Asien funktioniert alles ein bisschen anders, ein bisschen lockerer auch. Und selbst die Arztrechnungen sind natürlich nicht teuer. Genau. Außer, wie gesagt, wenn ihr natürlich was wirklich Schlimmes habt, was passieren kann, das ist natürlich auch teuer. Genau, aber teilweise gehst du zum Arzt und hast mit Röntgen und bla 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 und meistens hast du eine Aufschürfung, musst die Wunde halt ein paar Tage reinigen, kriegst einen Verband rum und dann bezahlst du, keine Ahnung, 20 Euro in manchen Ländern, in manchen vielleicht 100, aber es sind jetzt keine krassen Rechnungen. Also da ist die Versicherung dann auch gar nicht so relevant. Also an sich, ihr merkt, Asien ist einfach Asien und in Asien läuft alles ein bisschen lockerer. In Asien werden die Regeln nicht so ernst genommen und deswegen könnt ihr eigentlich auch ohne Probleme Roller, Motorrad, was auch immer ihr wollt, in Asien fahren. Wie gesagt, internationaler Führerschein und Helm immer dabei haben, immer aufhaben und dann solltet ihr auch bei einer Kontrolle keine Probleme haben. Ansonsten genießt es einfach, habt Spaß mit eurem Roller, erkundet die Landschaft, erkundet die Gegend. Es gibt wirklich nichts Besseres eigentlich, als mit dem Roller zu fahren. Und deswegen macht euch nicht so viel Gedanken, macht euch nicht so viel Stress. Es ist relativ easy. Habt nur diese paar Sachen, die wir gerade gesagt haben, im Hinterkopf und dann werdet ihr auf jeden Fall eine geile Zeit haben. Schickt uns eure Rollerfotos. Wohin denn? Instagram. Okay. Okay, bis dann. Man muss sagen, dass wir ja noch ein Like wollen. Wir wollen noch ein Like. Pro Person. Das schaffen wir niemals. Also Leute, lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Ansonsten sehen wir uns wie immer im nächsten Video. Ich wünsche euch einen traumhaften Tag. Viel Spaß auf eurem Roller. Traumhaft. Bis dann. Wir steigen heute noch in den Flieger und fliegen woanders hin. Okay, tschüss.